Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Heute bin ich wieder mit Valerie und wir sprechen heute über das Psychologiestudium. Und zwar geht es dieses Mal konkret um den Aufbau des Psychologiestudiums. Da hat sich ja einiges geändert. Es gibt also neuen Aufbau, neue Struktur von dem Studium. Das wurde reformiert, etwas verbessert auf der einen Seite, aber ob das jetzt wirklich eine große Verbesserung ist, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Valerie hat selbst Psychologie studiert, danach zu Medizin gewechselt nach dem Bachelor und ist mittlerweile Medizinstudentin im dritten Semester jetzt und hat im Ausland studiert, NC-frei in Bulgarien, genauso wie ich, wo ich Zahnmedizin studiert habe. Ich bin jetzt fertig, also Zahnarzt, mittlerweile wieder in Deutschland und ihr findet auf meinem Kanal ganz viele Videos zum Thema Medizinstudium im Ausland. Heute, wie gesagt, Psychologie. Valerie, möchtest du vielleicht ein bisschen erklären, wie war das System früher? Also wie war der Studiengang noch vor 4 Jahren? Genau, also ich habe in Hildesheim studiert, das ist bei Hannover. Und bei mir war es damals so, es gibt ja auch wieder verschiedene Quoten, wo man mit reinkommt. Ich bin damit ganz normal über mein NC reingekommen. Also damals hatte ich 1,4. Das ist ja heute ein bisschen strenger geworden. Habe ich mich ganz normal bei Hochschulstart beworben. Hatte dann mehrere Städte zur Auswahl und mir war es aber ganz wichtig, dass ich eine familiäre Uni habe. Also keine große Uni, sondern eher etwas Kleineres ausgelegt, dass es eher so kleiner ausgelegt war. Deswegen habe ich mich dann für Hildesheim entschieden. Das Studium ist so aufgegliedert, ihr habt einen Bachelor und ihr habt ein Masterstudium. Der Bachelorstudiengang dauert 3 Jahre lang. Also habt ihr 6 Semester, die ihr absolvieren müsst und in jedem dieser Semester habt ihr Klausuren. Die könnt ihr euch aber zumindest, wie es an meiner Uni war, relativ frei aussuchen. Also bei uns war das so, wir hatten um die 25 Klausuren, glaube ich. Und uns wurde nur gesagt, wann so die großen Eckdaten waren und dann konnten wir uns mehr oder weniger die Klausuren selber legen. Das ist in anderen Unis, in Heidelberg zum Beispiel, aber nochmal anders. Da habt ihr feste Termine, wann ihr welche Klausur schreiben müsst. Wovor ja ganz viele Leute Angst haben, die Psychologie studieren, ist Statistik. Das hat man aber eigentlich nur 3 von diesen 6 Semestern im Bachelorstudiengang. Deswegen ist das gar nicht so gut, die große Hürde, würde ich sagen. Und was auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass der Großteil tatsächlich auch auf Englisch ist. Also die ganze Fachliteratur ist zum Beispiel auf Englisch und deswegen ist es eben schon schlau, wenn man sich dann davor so ein bisschen einliest, dass man mit Englisch eben keine Probleme hat. Wenn man dann den Bachelor geschrieben hat und da gibt es eben die Möglichkeit, eine empirische Bachelorarbeit zu machen oder eine statistische Bachelorarbeit, also wo man nur auswertet, das kann man sich dann individuell aussuchen, wobei es eigentlich empfohlen wird, immer Statistik mit reinzunehmen, weil ihr das über den ganzen Bachelor gemacht habt und dann sollt ihr natürlich auch zeigen, was ihr könnt. Und dann geht ihr in den Master über. Und der Master ist dann 4 Semester, also 2 Jahre lang. Und dieses Konzept ist eigentlich an den meisten Unis in Deutschland so. An ganz wenigen, also zum Beispiel Marburg zählt dazu, Konstanz zählt zum Beispiel dazu. Da habt ihr das System, dass ihr 4 Jahre den Bachelor habt und nur 1 Jahr den Master. Und das hat einfach den Vorteil, dass die Studenten, die dort den Bachelor machen, meistens gleich für den Master übernommen werden und ihr nicht dieses Masterproblem habt. Kannst du vielleicht das Masterproblem, also diese Schwierigkeit, in das Masterstudium reinzukommen, ein bisschen erklären? Also woran liegt das und wie wird das entschieden und was passiert? Also gibt es wirklich dann Fälle, wo man wirklich nicht mehr weiter studieren kann, wo man dann nicht mehr weiterkommt und dann mit dem Bachelor irgendwas anderes machen muss? Also das grundlegende Problem ist, dass es allgemein viel, viel mehr Bachelorplätze gibt als Masterplätze. Mhm. Und damit, man muss sich das ja so vorstellen, dass die meisten, die Psychologie studieren, haben ja einen relativ guten NC. Also sprich, das sind eigentlich sehr fleißige Studenten. Und die sind natürlich auch im Psychologiestudium dann wieder fleißig. Und das führt dann dazu, dass die Noteninflation halt relativ groß ist. Auch gerade, weil super viele Studenten aus privaten Unis dann hinzukommen, um den Master zu studieren. Also es gibt viel mehr Studenten als Plätze letztendlich. Deswegen kann man wirklich so sagen, dass die meisten, die noch einen Platz haben wollen, schon besser so als 1,6 sein sollten im Bachelor. Und es gibt auch Leute, die dann ein Jahr warten müssen.
Oder dann eben privat an einer Fernuni oder ganz normalen privaten Hochschule den Master weiter studieren. Da kann ich mir jetzt natürlich vorstellen, dass wenn jetzt jemand an einer privaten Fernhochschule studiert, im Schnitt, also jetzt an einer privaten, die Noten auch besser sind und man dann vielleicht sogar bessere Chancen hat, obwohl es einfacher ist, als wenn man von staatlichen Unis kommt und man also, wenn man an der staatlichen Uni den Bachelor gemacht hat, noch zusätzlich mit den Privatstudenten konkurriert, die möglicherweise einfacher bessere Noten bekommen. Genau, so war es bei uns auch. Also ich habe damals dann auch Masterplätze bekommen, weil ich mir es eben offen halten wollte mit Medizin, was ich mache, wenn es eben nicht funktioniert. Und da war das bei unserer Uni auch der Fall, dass eben ganz viele aus privaten Unis dazu kamen und diejenigen, die mit uns in unserem Jahrgang studiert haben, teilweise dann deswegen keinen Platz bekommen haben. Okay, und kannst du jetzt ein bisschen was zu dem neuen Verfahren erzählen? Also jetzt hatte ich ja kurz was zu dem Studium gesagt, mit den 3 Jahren Bachelor, 2 Jahren Master. Das hat sich grundlegend von der Länge nicht geändert im neuen System. Der Unterschied ist einfach, dass sie ganz viele Module, die ihr eigentlich erst in der Therapieausbildung, also danach, falls ihr in diesen klinischen Bereich gehen möchtet, Das vielleicht, sorry, dass ich dich unterbreche, noch ja. mal, auch noch mal kurz erklären. Also viele verstehen das ja auch gar nicht, was gibt es für Wege, also Therapie, Psychotherapie machen. Also diese Ausbildung noch vielleicht noch mal kurz erklären für die Zuschauer, die jetzt noch sich damit noch nicht beschäftigt haben. Also wie geht es nach dem Studium traditionellerweise weiter? Ja. Okay, genau, also habt diese 3 Jahre und dann 2 Jahre, dann habt ihr ja einen Masterabschluss nach dem alten Weg. Dann würdet ihr, wenn ihr in die Klinik später möchtet, also wenn ihr Therapeut sein möchtet, dann würdet ihr die PIA-Ausbildung machen, also die Therapeutenausbildung. Heißt Psychotherapeutin-Ausbildung, deshalb PIA. Und das würde ungefähr 3 Jahre in Vollzeit oder 5 Jahre in Teilzeit dauern. Und das würde so aussehen, ihr sucht euch einmal eine Klinik, wo ihr dann arbeitet. Und einmal braucht ihr aber auch ein Ausbildungsinstitut, also in derselben Stadt meistens. Und da werdet ihr natürlich auch bezahlt, allerdings sehr, sehr gering. Und danach, nach dieser Ausbildung, macht ihr ganz normale Prüfung und hättet dann die Approbation und die Erlaubnis, als Psychotherapeut zu arbeiten und eure eigene Praxis zu eröffnen. Okay, kannst du noch was zu den Konditionen während der Ausbildung sagen? Also es ist so, dass ihr ja gleichzeitig quasi arbeitet und euch weiterbildet. Die Weiterbildungen sind häufig am Wochenende, weil diese Ausbildung eben sehr kostspielig ist. Also die kostet meistens um die 20.000 Euro. Manche bieten das für 15.000, manche aber auch für 30.000 an. Das sind diese Ausbildungsschulen quasi, wo ihr dieses Geld zahlt, was ihr dann am Wochenende macht. Und unter der Woche ist es meistens so, dass ihr dann arbeitet in diesen Krankenhäusern, die dann an diese Ausbildungsinstitute mehr oder weniger gekoppelt sind. Und da kriegt ihr dann wiederum ein Gehalt, was aber sehr, sehr gering ist, weil die natürlich wissen, dass ihr das machen müsst, um eure Therapeutenausbildung abschließen zu können. Das heißt, ihr werdet meistens nicht nach Mindestlohn bezahlt, obwohl ihr einen Masterabschluss habt. Genau, also ihr werdet über Stipendien bezahlt. Das können zum Beispiel 700 oder 800 € sein. Häufig ist es aber dann so, dass ihr halt trotzdem die Kosten habt, weil die Ausbildung hat ja Gebühren. Das heißt, viele gehen dann mit 20, 30.000 € Schulden aus dieser Ausbildung raus, ohne Geld verdient zu haben, also sogar darauf zu zahlen. Und das ist eben ein großer Unterschied, wenn man es jetzt mit den Humanmedizinern vergleicht, die bekommen vom ersten Tag an nach dem Studium Geld im PJ, einen kleinen Betrag, wo ja auch sich die Studenten sehr stark dagegen wehren. Die Verbände wehren sich da sehr stark dagegen. Ich glaube, mittlerweile sind wir so bei 900 €, aber es gibt eben auch Fälle, wo man viel schlechter bezahlt wird, noch im Studium. Aber nach dem Studium wird man eben als Arzt, das haben sich die Ärzte erkämpft, per Tarifvertrag bezahlt. Und das ist eben bei den Psychologen nicht so. Es gibt keine Tarife, das wurde nie verhandelt. Und damit ja, wird einfach so ein System, ja, ich will jetzt nicht sagen Ausbeutung, aber es ist im Vergleich zu allen anderen Berufen, also mir fällt jetzt kein Beruf ein, wo das so ist. Also kein einziger Bereich, nicht nur in der akademischen Welt, sondern auch in der nicht akademischen Welt,
würde mich interessieren, wenn ihr so einen Bereich kennt. Also generell ist es immer so, als Berufseinsteiger bist, musst du erstmal Lehrgeld zahlen, sozusagen verdienst nicht so viel. Aber dass man jetzt ja, mit einem fertig abgeschlossenen Studium Geld für seine Ausbildung noch zahlen muss, obwohl man im Grunde ja den ganzen Tag arbeitet, also arbeitest ganz normal in der Klinik wie ein Arzt auch, hast natürlich auch die Verantwortung, teilweise über Leben und Tod von dem Patienten. Als Psychologe ist ja die Verantwortung auch sehr groß. Und trotzdem wirst du da eben nicht bezahlt. Und das wird schon ab und zu mal als prekär angeprangert, aber ändern tut sich nicht wirklich was. Jetzt gibt es aber ein neues System und das sollte also etwas Verbesserung mit reinbringen. Kannst du vielleicht da ein bisschen jetzt erzählen, wie läuft das neue System und ab wann gilt das? Ja. Genau. Also es gab dann viele Psychologiestudentinnen und Studentinnen, die sich da beschwert haben, mitunter die PSYFAKO, also das ist die deutschlandweite Fachschaftenkonferenz quasi, die dann auch mit im Bundestag war, und die haben dann eben so ein neues Gesetz bewirkt. Und das heißt jetzt, dass ihr weiterhin 3 Jahre im Bachelor und 2 Jahre im Master studiert. Die Unterschiede sind aber jetzt, dass ihr schon Inhalte, die ihr eigentlich erst in dieser Ausbildung danach bekommen würdet, dass ihr teilweise Inhalte dadurch jetzt schon im Bachelor und im Master bekommt. Also man kann sich das so vorstellen, dass ihr dann zum Beispiel so Rollenspiele macht im Bachelor, dass Schauspieler engagiert werden, dass ihr Gesprächstechniken lernt, dass ihr viel, viel mehr Praktika habt, also einfach ein sehr hoher Praxisbezug in diesem 5-jährigen Studium jetzt schon da ist, der eben davor nicht da war. Und dadurch habt ihr dann die Approbation auch gleich nach dem Master und nicht erst wie im alten System nach der Therapeutenausbildung. Ja, so insoweit, genau wie beim Pharmazie, Tiermedizin, Zahnmedizin, Studium Genau. auch. Genau, aber das Problem, was immer noch bleibt, ist, ihr müsst nach wie vor so eine Ausbildung machen. Die dauert aber jetzt nach dem neuen System tatsächlich 5 Jahre statt 3 bis 4 Jahre davor. Dadurch, dass ihr aber schon die Approbation habt, kann man ein höheres Gehalt fordern. Also bis zu 4.000 Euro steht überall in den Infoportalen drin, kann man dadurch bekommen. Bei meinen Bekannten, die das gemacht haben, die auch im neuen System drin sind, war das jetzt nicht so, dass sie so viel bekommen haben. Also der reelle Betrag liegt dann weit darunter. Ja. Und man muss sich ja auch überlegen, die Kliniken, zumindest jetzt ist das noch so, haben ja die Auswahl zwischen den alten und den neuen Leuten. Und natürlich werden die alten Leute erstmal vorgezogen, die weniger Geld bekommen. Genau, und es ist ja auch, ich meine, das hat man in der Vergangenheit gesehen, die Leute sind ja auch bereit, mit sehr wenig Geld zu arbeiten und sie brauchen ja auch ihren Abschluss. Um sich dann selbstständig zu machen, müssen sie die 5 Jahre irgendwie durchbekommen und insofern da keine Tarifverhandlungen stattfinden, wird das sich zwischen 1.000 und 2.000 Euro bewegen. Mindestlohn muss gezahlt werden, außer man hat wieder irgendwelche Kosten, die man gegenrechnen kann in dieser Ausbildungsphase. Dann kann sogar das wieder umgangen werden. Also da würde ich mir nicht allzu hohe Hoffnungen machen für ein hohes Gehalt in den 5 Jahren. Danach natürlich, wenn man dann die eigene Praxis hat, wird man nach den Tarifen bezahlt von der Abrechnung her für die Psychotherapeuten. Das wurde auch angehoben von 80 Euro für eine Session, die 50 Minuten geht mit Nachbearbeitung, auf 100 Euro für eine 50-minütige Session, was auf jeden Fall ein großer Schritt war für die Psychotherapeuten, die selbstständig sind. Was aber jetzt noch dazu kommt, ist einfach, dass die Kassensitze, die Preise dafür wirklich explodiert sind. Die liegen bei 70.000 Euro für einen halben Kassensitz in Süddeutschland. Also, das sollte man auch noch bedenken, dass man dann noch, wenn man fertig ist, nicht direkt sich selbstständig machen kann, sondern noch mal teilweise 2, 3 Jahre auf den Kassensitz warten muss und dann auch noch sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um den zu bekommen. Also der Schritt ist sehr langwierig und sehr kostspielig. Einige, die das machen, die kommen aus einem Haushalt, wo einfach Geld vorhanden ist. Ich kenne aber auch viele, die wirklich verschuldet sind und sich eben für diesen Weg dann stark verschulden. Und da würde ich auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall bedenken, wenn man diesen Weg eingeht, weil das auch wirklich verglichen mit Ausbildungsberufen, Handwerk und anderen Berufen wirklich schon im prekären Bereich ist, was die Ausbildungskonditionen angeht. Lichtblick vielleicht noch dahingehend ist dann, wenn ihr den Weg aber erstmal gegangen seid und das alles hinter euch gebracht habt, es gibt ja jetzt primär auch Privatpatienten, und die Branche boomt einfach. Das hat auch teilweise den Grund,
Manche Berufsfelder können gar nicht so einfach Therapie in Anspruch nehmen, weil wenn das dann zum Beispiel, wenn ihr angehende Lehrer seid und das steht dann aber bei euch in der Akte drin, dann kann das mit dem Beamtenstatus schwierig werden. Deswegen gibt es immer mehr Leute, die eben nicht das durch die Krankenkasse machen wollen, sondern privat. Und da könnt ihr natürlich das verlangen, was ihr möchtet. Das ist leider auch nicht möglich. Also du kannst den Betrag leider nicht frei wählen. Und du verdienst im Schnitt weniger an den Privatpatienten als an den Kassenpatienten leider. Nicht. Ja, das ist leider auch nochmal so ein Ding. Diese Berufe, okay, Medizin, Pharmazie und so weiter, du kannst gar nicht, also das ist vorgeschrieben, was du verlangen kannst. Okay. Und das ist leider auch ein Problem. Also an den die Privatpatienten will jetzt, deswegen ist es ja so schwierig, einen Platz zu bekommen, weil als Selbstzahler, also es gibt ja Selbstzahler, Privatpatienten und Kassenpatienten, und die Selbstzahler und die Privatpatienten, die wollen die Psychologen gar nicht, weil die von den Kassenpatienten besser bezahlt werden. Und das ist also auch nochmal ein weiteres Problem. Und du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, ich möchte 800 Euro für die Behandlung haben. Das ist also auch wieder gesetzlich geregelt. Und das macht das Ganze wirklich sehr kompliziert. Du kannst natürlich irgendwelche Zusatzbehandlungen anbieten und so weiter. Und das ist aber wirklich, also es ist wirklich schwierig in diesem Bereich. Du hast nicht die freie Wahl, die freie Preiswahl für deine Leistung, sondern du musst dich wirklich an diese Sätze halten. Dadurch, dass es ja jetzt dann auch so viele gibt, die Therapie in Anspruch nehmen, ist es halt zum Glück dann für euch aber so, dass ihr nicht um Patienten buhlen müsst, sondern es gibt wirklich Wartelisten und die Patienten, die sich darauf bewerben quasi, die müssen teilweise je nach Stadt ein Jahr bis manchmal auch anderthalb Jahre warten, bis sie dann einen Platz bekommen. Also das ist dann nicht so, wenn ihr Therapeut seid, dass ihr versuchen müsst, eure Patienten zu bekommen, sondern die bekommt ihr auf jeden Fall. Genau, also das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also ich meine, zum einen sieht es, also man kann das schon mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass Psychologen selbst ja, in den krassesten utopischen Welten immer noch, also in der Zukunft extrapoliert, immer noch Arbeit haben werden. Also selbst wenn alle anderen Berufe automatisiert werden, wird es immer noch einen Wert haben, mit einem Menschen im psychotherapeutischen Kontext zu arbeiten. Und genau, also die Berufschancen sind halt wirklich extrem gut. Du wirst ziemlich wahrscheinlich, ich meine mit höherer Wahrscheinlichkeit als mit eigentlich allen anderen Berufsgruppen, die es so gibt, immer Arbeit haben und du musst dich nie um Patienten kümmern. Sie werden immer zu dir kommen und du wirst immer Schlangen haben, die von dir behandelt werden. Du bekommst immer das Geld vom Staat und du bekommst die Patienten. Du musst also, kannst dich wirklich auf deine Arbeit konzentrieren und verdienst auch genug, um davon leben zu können. Ob das jetzt eine faire Bezahlung ist im Vergleich zu den Humanmedizinern, Zahnmedizinern, Pharmazeuten, das sei mal dahingestellt, aber es hat natürlich auch einen Vorteil. Was auch noch ein großer Vorteil ist, ist, die Arbeit ist sehr flexibel möglich. Wenn du erstmal deine 5 Jahre abgeschlossen hast mit der Ausbildung, die du ja auch in Teilzeit machen kannst, dann dauert es eben länger, beziehungsweise entsprechend doppelt so lange, dann kannst du eben sagen, ich arbeite nur 2, 3 Tage die Woche, 1 Tag die Woche. Du kannst es komplett frei gestalten. Du kannst auch 10 Jahre gar nicht arbeiten und dann mal wieder einsteigen. Der Bedarf ist ja da und du kannst den Kassensitz kaufen. Du hast also eine große Freiheit und Flexibilität im klassischen Sinne von einem freien Beruf. Und das ist, würde ich sagen, schon ein sehr großer Vorteil, gerade wenn man eine Familienplanung und solche Dinge berücksichtigt. Und du musst dich natürlich auch nicht so kaputt schuften, sage ich mal, wie jetzt die Ärzte im Krankenhaus oder viele keine andere. Keine Nachtschichten oder wie Krankenschwestern, sondern du, ja, so gesehen ist das alles wirklich sehr Work-Life-Balance-mäßig möglich, auch wenn ich es natürlich nicht unterschätzen würde, wie viel Verantwortung du dann auch wirklich hast mit den Patienten. Und das kann natürlich auch belastend sein. Das heißt, große Mengen an Patienten sind auch gar nicht möglich. Du kannst auch nicht jetzt 8 Stunden Patienten am Stück behandeln, weil du musst sowas natürlich auch erstmal selber verarbeiten bei dieser Art von Arbeit mit der Therapie. Ja. Super, also ich denke, ihr habt einen guten Überblick bekommen, wie das Studium früher aufgebaut war und die Therapeutenausbildung, wie das Studium heute aufgebaut ist mit der Therapeutenausbildung. Ich hoffe, wir haben euch also ein bisschen die Gefahren aufgezeigt, ohne euch jetzt abschrecken zu wollen. Also ich bin mir sicher, das ist ein wunderschöner Beruf und ich glaube, es macht für viele Menschen auch unglaublich viel Sinn. Es macht für viele auch Sinn, nicht Medizin zu machen, sondern Psychologie zu machen. Einfach weil der Ausbildungsweg etwas
besser planbar ist oder vereinbar ist mit Familiengründung, Familienplanung und auch weil der Beruf an sich sehr gut vereinbar ist mit diesem ganzen Thema, später auch im Hinblick auf die spätere Karriere. Was auch wirklich für mich keine Frage ist jedenfalls, ist, dass dieser Beruf eine wunderbare Zukunft hat, eine wirklich helle Zukunft. Psychologie wird immer wichtiger und immer mehr Menschen beschäftigen sich damit und es wird immer relevanter in unserer Gesellschaft. Also an der Stelle auch nochmal die positiven Seiten. Genau, und ja, damit verabschiede ich mich. Vielen Dank, Valerie, für das Video und bis zum nächsten Mal. Euer Marcel.